Der Dragon Ball Super Broly Trailer 3 ging 1 Minute und 30 Sekunden, aber unsere gesamte Aufmerksamkeit ging auf den kurzen Moment von Whis, wo er auftaucht und scheinbar gegen Broly kämpft. Verrückt genug, dass ich das gerade gesagt habe, aber Leute, das ist Dragon Ball Super und dort kann wirklich alles passieren. Heute, wie in der Analyse schon besprochen, gehen wir diesmal ein bisschen näher auf diese Szene ein. Was wirklich passieren könnte zwischen Broly und Whis und wie man diese Szene richtig deuten kann. Bevor es anfängt, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und vergesst nicht, auf Instagram könnt ihr mir immer noch eine Frage stellen zu diesem Film. Das werde ich dann in einem Video beantworten. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was wir also als erstes aufgreifen sollten und nicht vergessen sollten: Whis ist der aktuelle Meister von Son Goku und Vegeta. Und Whis war derjenige, der die beiden auf den Weg brachte, die Technik der letzten Götter zu erlernen, den Megaton no Gokui oder auch den Ultra Instinct. Über Whis war das Ausmaß ist bis jetzt nichts bekannt, doch es sollte alles bisher Dagewesene komplett in den Schatten stellen. Ich meine, an dem Punkt kann man sich mal ansatzweise ausmalen, wie ein All-Out-Whis aussehen würde. Damals war es schon wirklich ein Schocker, als wir gesehen haben, dass Whis Beerus einfach ausnocken konnte. Das Ganze liegt sehr weit zurück, aber Whis war immer jemand, der unantastbar war, der nicht greifbar war und der ganz, ganz oben an der Nahrungskette stand. Selbst unter den Engeln kann man durchaus davon ausgehen, dass Whis einer der stärksten ist. Ich meine, er sagte mal, dass Walos ihn überlegen ist, aber ob das wirklich immer noch stimmt, ist so eine Sache, weil wir sehen anhand von Whis Verhalten sehr stark, dass er bis zu einem gewissen Grad den Kampf doch liebt und ich denke, wenn man ihn wirklich charakterlich ansehen würde, wäre er einer der Engel, der bis zum heutigen Tag noch trainieren würde, wenn sie trainieren, ist halt so die Sache, aber ich denke, Whis wäre sehr, sehr ehrgeizig, immer noch stark zu bleiben und vielleicht auch irgendwann mal der, ja, Allerstärkste zu werden. Deswegen würde ich das hier auf jeden Fall nicht unterschätzen. In der anderen Ecke steht Broly, der mit Super Saiyajin Göttern mithalten kann. Wieso, weshalb, warum, ist bis jetzt nicht klar. Darum kümmern wir uns in einem anderen Video und die richtige Antwort werden wir sowieso erst erhalten, wenn der Film richtig raus ist. Trotz diesem Fakt, dass Broly sich mit Super Saiyajin Göttern anlegen kann, denke ich, ist es sicher zu sagen, dass Broly selbst im sogenannten Super Saiyajin Berserker, also diese Form mit den grünen Haaren, gegen Whis kein Land sehen wird. Also ist ein ernster Kampf an dieser Stelle eigentlich komplett ausgeschlossen. Broly wird aber anscheinend, so wie der alte Broly und so wie die aktuelle Kate, im Kampf immer stärker und stärker. Nicht so wie Son Goku, der immer dazulernt, sondern mehr so, dass sein Ki, also seine Kraft, immer weiter und weiter wächst. Es ist aber trotzdem so, wenn wir mal ein Beispiel ziehen, als würde jemand von Level 1 aus pro Minute um 10 Level steigen. Das wäre ein krasses Wachstum und für Charaktere wie Goku und Vegeta früher oder später vielleicht fatal, aber wenn wir Whis mal hier reinziehen und sagen würden, dass er auf Level 1000 wäre, dann würde das Ganze überhaupt nichts ausmachen, auch wenn Broly immer stärker und stärker wird. Und Leute, das ist hier kein ernstes Beispiel, das ist wirklich nur ein spontanes Beispiel, um das Ganze vielleicht ein wenig für euch näher zu bringen. Was ich hier auch interessant finde, ist, dass Beerus kein Interesse an Broly zeigt, beziehungsweise wir haben keine Szene von Beerus bei der Eis- oder bei der Magma-Landschaft gesehen. Könnte aber noch eine kleine Überraschung im Film sein und deswegen hält man das halt bis jetzt zurück. Ist halt noch so eine Sache, was Beerus wirklich in diesem Film richtig tun wird. Also, kommen wir nun zum ersten Anhaltspunkt. Wir wissen jetzt schon, dass Whis nicht dafür verantwortlich sein wird, Broly zu besiegen. Ich meine, eine kleine Chance besteht hier auf jeden Fall immer noch, aber ich für meinen Teil glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Wir sehen nämlich am Ende des Filmtrailers Goku und Vegeta zusammen zerfetzt. Goku ohne Oberteil und Vegeta ohne Brustpanzer. Und ihr wisst an dieser Stelle von Dragon Ball nach so vielen Jahren, dass Vegetas Brustpanzer sowas wie seine Seele ist. Wie dem auch sei, davor sehen wir Goku noch mit dem blauen Shirt, aber die Landschaft ist schon kaputt, also diese magmaartige Umgebung. Broly wird eine Attacke abfeuern, die auch Goku erstmal hart treffen wird. Und da wird der Dragon Ball-like sein blaues Hemd verlieren und das soll signalisieren, hey, der Kampf wird jetzt sehr, sehr ernst. Also wenn Goku und Vegeta erstmal Luft schnappen wollen, weil die beide am Arsch sein werden. Die Sache ist sowieso, dass wir noch nicht wissen, wie lange Vegeta aus dem Film raus sein wird, also wie lange er sich nach dem Kampf gegen Broly erholen muss, also nach dem ersten Kampf. Hier kommt Whis ins Spiel und im gegebenenfalls auch noch Freezer, weil Broly außer Kontrolle gerät und Freezer dann auch keinen Nutzen mehr von Broly hat. Also wir sehen ja ein paar Freezer-Szenen, wo er gegen Broly kämpft. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil Freezer die Kontrolle über Broly verloren hat. Whis könnte hier natürlich Zeit rausspielen. Ich tue mir immer noch schwer mit der Kernaussage von Whis vom Manga als auch vom Anime. Engel sind neutral und greifen nicht ein. Ich meine, hey, ganz ehrlich, Whis hält sich auch nicht dran. Wenn wir uns mal an das Zurückspulen von Freezers Zerstörung der Erde erinnern, dann wissen wir ganz genau, so neutral ist Whis gar nicht. Also Whis hilft da ziemlich oft mit, muss man sagen. Aber Whis würde ja nicht für Goku und Vegeta die Erde mit dem Besiegen von Broly beschützen. Das denke ich mir jedenfalls. Was ein wirklich gängiges und vorstellbares Szenario wäre, wäre, wenn Whis Paiko Han wird.
Ihr wisst alle, auf was ich hinaus möchte und ich denke, die meisten werden diese Sache schon angesprochen haben. Aber es ist einfach eine Sache, die sehr, sehr nahe liegt. Whis hält Broly kurz auf, spielt mit ihm und Goku und Vegeta finishen dann den Job als Fusion als Gogeta. Whis würde auch gerne sehen wollen, was Goku und Vegeta zusammen anstellen können. Denn man sollte nicht vergessen, dass Whis schon seit Anfang an davon spricht, dass Goku und Vegeta zusammen Beerus besiegen könnten. Diese Aussage wurde von Goku und Vegeta auch mal aufgegriffen, dass sie das wissen, aber dass sie auf eigene Weise stärker werden wollen. Whis von sich aus würde also sofort für diese Idee da sein und den beiden die Fusionszeit rausholen. Problematisch ist dann nur, wenn Whis Broly auffällt, also mit Broly rumspielt und der davor noch absolute overpowerte Gegner plötzlich schwach wirkt und dann ein Finisher von Gogeta kommt, denke ich, wäre es gar nicht so wirklich zufriedenstellend für den Zuschauer, weil Broly ist an dem Punkt der Erzählung gar kein Problem mehr, weil Whis eben da ist. Darum sehe ich das Ganze auch so problematisch. Whis könnte aber auch hier versuchen, mit Broly zu reden. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Broly wird den Film so oder so überleben. Der Satz von Goku aus dem Filmtrailer, dass Broly kein böser Typ ist, das war der letzte Schliff, das war die Kirsche auf der Sahnetorte dafür, dass Broly eben nicht in diesem Film sterben wird und nach dem Film ein Teil des Casts sein wird. Wir wissen nur noch nicht, in welcher wirklichen Form. Mit Whis hätte man die Möglichkeit, Broly eben aufzunehmen, aber noch nicht aktiv im Rampenlicht zu haben. Wenn Whis und Beerus mal wieder die Erde besuchen könnten, könnte Broly eben weiter auf dem Planeten von Beerus bleiben und trainieren, also geht er quasi in Whis Lehre, weil er noch nicht bereit ist für den Kontakt mit anderen. Er ist eine Art von sturer Kopf, könnte man hier fast schon sagen. Aber mit seiner Kindheit ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Whis hat ja auch seine Pocket-Dimension, damit wäre es auch möglich, dass er halt Broly ja da trainieren lassen könnte, ohne dass er Gefahr läuft, irgendwie ja komplett durchzutrainieren. Also könnte Whis ihm das beibringen, dass Broly ja ruhig bleibt und nicht immer den Kopf verliert. Das wäre halt so die Kernmessage von diesem ganzen Training, dass Broly halt lernt, ruhig zu bleiben. Vielleicht erinnert sich Whis sogar durch Broly an einen jungen Beerus. Wer weiß schon, wie Beerus damals drauf war. Also wäre das, wie ich finde, sehr, sehr cool. Als wäre ein zukünftiges Szenario von Broly als neuer Gott der Zerstörung eine Idee. Steht ja noch weit in der Zukunft, aber es wäre auf jeden Fall hier eine Möglichkeit. Um ehrlich zu sein, das würde sogar mit dem originalen Dragon Ball Manga Ende, also das sogenannte End of Z, zusammenspielen. Goku und Vegeta auf der Erde und Broly eben auf dem Planeten von Beerus. Das würde halt Broly in die Serie mit implementieren, ohne das alte Ende irgendwie zu zerstören. Ein wenig God-Ki-Training für Broly und er ist OP, muss man einfach sagen. Und das wäre halt auch wieder so eine Sache, macht das Sinn. Doch das sollte nicht über Vegeta ein halbes Jahr dauern, sondern viel länger, wie ich finde. Da Broly sein Ki nicht richtig unter Kontrolle hat. Ja, bei Kay ging das wirklich fix, aber ich hoffe, die machen das bei Broly nicht so und machen das für ihn schwer, dass er das Ki unter Kontrolle bekommt. Und muss ich auch sagen, ja, Kay war sehr, sehr stark und ja, Kay hat die Kontrolle verloren, ähnlich wie Broly, aber Kale war ja nicht im Ansatz so stark wie eben Broly, den wir hier haben. Deswegen denke ich, bei Broly hängt noch viel mehr dazu und er ist noch viel gesegneter als Kale. Und man kann es einfach sagen, Broly wird sowas sein wie der Nachfahre vom ersten Super Saiyan. Ich denke, das ist die gängigste Erklärung, die man haben wird. Also hoffe ich, dass man das so machen wird, aufgrund Broly, der so viel Ki hat, dass er es sehr, sehr schwer haben wird, das Ki zu kontrollieren. Ergo, dass er es schwer haben wird, God-Ki richtig zu entwickeln. Das würde, wie ich finde, auf jeden Fall sehr gut passen. So könnte man den Charakter auch langsam aber sicher voranschreiten lassen und ihn entwickeln. Ich glaube, die Zurückspultechnik von Whis kommt hier nicht zum Einsatz. Das wäre schon irgendwie doppelt gemoppelt und das würde ich nicht wirklich gut finden. Das Ganze kann auch ein zweischneidiges Schwert sein, denn zum einen kann man hier viel Gutes tun für die Zukunft von Broly mit Whis als Beispiel. Zum anderen kann man den Höhepunkt des Films zerstören, wenn Whis eben zu viel macht. Cool wäre auch, wenn Goku und Vegeta Whis anschreien würden, als Whis eingreifen wollte und Goku und Vegeta ihnen dann klar machen, dass das hier ihr Kampf ist und Whis sich hier auf gar keinen Fall ja, einmischen sollte. Und das würde nochmal zeigen, dass Whis das Potenzial von Goku und Vegeta nochmal unterschätzt hat, weil wenn Whis eingreifen würde, würde es suggerieren, also wenn er ernst eingreifen würde, würde es suggerieren, dass Whis denkt, okay, Goku und Vegeta können ihn nicht besiegen und dann erledigt er den Job. Aber auf diese Weise würden Goku und Vegeta nochmal zeigen, hey, wir haben noch nicht aufgegeben, hey, in uns schlummert noch viel, viel mehr. Die kurze Pause, wo Whis und Broly Kontakt haben oder Freezer und Broly, kann auch genug Zeit sein, um für Goku und Vegeta die Entscheidung zu fällen, die Fusion einzugehen. Vegeta bekommt ja erst auf die Fresse und kommt dann nochmal wieder, doch nach dem zweiten Kampf hat selbst der Blue nichts gebracht. Das heißt, ihnen bleibt keine andere Möglichkeit, außer natürlich der Ultra Instinct wird doch noch getriggert. Dann könnte Goku das wahrscheinlich alleine regeln. Aber wo lässt das Vegeta? Das wäre einfach nur lame für Vegeta. Und wir sehen ja, dass die Geschichte so geändert worden ist, dass die ganze Beziehung zwischen König Vegeta und Paragis, also Vegeta und Broly, enorm wichtig geworden ist. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Vegeta am Ende dieses Films keine wichtige Rolle hat. Man könnte Vegeta am Ende höchstens noch so verpacken, dass er dann dazu kommt, dass er derjenige ist, der Broly verschonen will. Aber
Selbst das wäre für Vegeta, wie ich finde, einfach ein bisschen zu schwach. Aber um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen. Whis ist einfach noch eine ganz andere Liga. In Dragon Ball Super ging es darum, an die Götter ranzukommen. Das gelang Goku und Vegeta. In, sagen wir mal, Dragon Ball Super 2 geht es dann darum, die Engel einzuholen. Und bis dahin sind Goku und Vegeta und auch Broly noch eine ganz gute weite Ecke entfernt davon. Persönlich würde ich es sehr, sehr cool finden, wenn man noch ein wenig Charakterbezug in die Whis und Broly-Szene reinlegen würde, dass man dort einen kleinen Hauch von der Beerus-Whis-Vergangenheit bekommen würde, weil Whis sich an etwas erinnert. Doch es ist ein Saiyajin-Film, also ist es schwer zu sagen, ob es wirklich dazu kommt. Und ja, wie gesagt, die Möglichkeit, dass eben Whis kurz eingreift, dass der Kampf dann durch Goku und Vegeta zu Ende geht und Broly dann in die Lehre von Whis geht, ist einfach eine sehr, sehr gängige Methode, weil man eben damit Broly in den Maincast aufnehmen würde, aber noch nicht ihn wirklich, ja, in die Truppe Z reinlassen würde. Sagen wir es mal so, dass er noch nicht wirklich da sitzt und mit Goku und Vegeta einfach mal Schaschlik frisst oder so. Das würde dann nicht passieren und das ist halt so eine Sache, die der Serie wahrscheinlich erstmal gut tun würde, weil Broly funktioniert als diese Art von Charakter, als diese Art von ruhiger Charakter, der durch die Vergangenheit sehr, sehr stark gezeichnet worden ist. Also, das wäre, wie ich finde, eine interessante Möglichkeit. Aber jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr? Wie könnte das ja vielleicht ablaufen? Habt ihr vielleicht eine ganz, ganz andere Idee zu der Whis und Broly-Szene? Würde mich da auf jeden Fall in den Kommentaren interessieren. Das wäre erstmal mein Take gewesen von dem Ganzen. Ich weiß, es war jetzt nicht etwas komplett abgespaced, aber ich denke, das ist halt das Gängigste, was passieren wird. Und das ist halt das, was am wahrscheinlichsten ist. Und das haben auch viele in meinem Trailer-Video vielleicht ein bisschen missverstanden. Ich habe nie gesagt, dass Whis all out gehen würde gegen Broly. Das steht komplett außer Frage. Ich habe nur gesagt, dass Broly oder Whis kurz kämpfen können. Das ist halt so die Sache. Also, ich bin gespannt auf eure Meinung zu dieser Thematik hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr stark über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!